Willkommen bei Moderne Helden. Heute geht es um das Duo, das Frieden und Ordnung in unserer Galaxie wiederhergestellt hat, Ratchet und Clank. Erzählen Sie uns doch bitte etwas von Ihren neuesten haarsträubenden Abenteuern. Wie Sie sich vorstellen können, hatten wir einiges zu tun. Nach dem Sieg über Drake gab es Paraden, Pressekonferenzen, Festakte und Würstchenessen bei R. Ach ja, das. Und dann wurde es wieder etwas ruhiger. Danach waren wir, also... bei der Eröffnung der Öloase. Genau. Das war letzte Woche. Vor 6 Monaten. Wir haben immer noch viel zu tun, aber eher im häuslichen Bereich. Gestern habe ich meinen Radiator geputzt. Anscheinend besteht wohl kein Bedarf an Helden. Miss Noodlebottom, ich habe ihn gefunden. Was zum... Abercrombie Fistmanchips, Gründer der Megacorps in der Bogon-Galaxie. Bogon? Tut mir leid, euch Unannehmlichkeiten zu machen, aber unsere Galaxie befindet sich in einer verwickelten Lage. Ich muss euch um Hilfe in einer Angelegenheit dringendster Dringbarkeit bitten. Es geht um einen äußerlich gefeierbaren Einsatz von unglaubhafter Schrecklichkeit. Was redet der da? Also, ich soll zu einem gefährlichen Einsatz in eine andere Galaxie. Unbestritten. Vor einigen Tagen wurde dieses geheime biologische Experiment aus unserem Labor gestohlen. Und zwar von einem kaltblütigen Meisterdieb. Und du musst das Experiment zurückbringen. Machen wir. Ach, wir? Crank, mit deiner Zögerlichung habe ich gerechnet. Und ich möchte dir einen Vorschlag hinterbieten. Wir machen dich zum obersten Buchführhalter der Megacorps. Du kriegst eine Penthouse-Suite in Megapolis. Und unsere topmoderne Robomasseuse. Okay. Und du, Ratchet, du musst in absoluter Bestform sein. Auf dem Weg nach Bogon wirst du ein schweres Training unterwandern. Kampfsport, schwere Waffen, Überlebenstraining, Tarnung, Stricken, Standardtänze und Origami. Mittels bipolarer Vektorverdauung haben wir erfahren, dass sich der Dieb auf einer Flugbasis in Sektor 7 aufhält. Schleicht euch dort ein und bewerft mir das Experiment. So, bereit zum Start. Hier spricht Ratchet. Ich nähere mich den Koordinaten 37 Alpha. Viel Glück. Ich zähle auf euch. Verstanden. Funkstelle wird eingeleitet. Und damit herzlich willkommen zurück zu, oder nicht zurück, sondern zu einem neuen Let's Play, nachdem wir jetzt Ratchet & Clank 1 erfolgreich hinter uns gebracht haben, geht es nun weiter mit Ratchet & Clank 2, wieder mal auf der PS3 in Full HD und bla bla bla. Da schauen wir uns doch erstmal die Waffen an. Oder wie überhaupt alles geht. Hier ist die Karte. Okay. Damit können wir schießen. Okay, wir haben 2 Waffen. Und ich weiß gar nicht, ob meine Tonspur laut genug ist. Deswegen muss ich mal... Eigentlich müsste ich kurz mal schauen da draußen... Kamerasteuerung umkehren, im Optionsmenü erhältlich. Ja, okay. Ich glaube aber, meine Tonspur ist laut genug. Ich passe die dann ja nochmal an und so weiter. Gut, aber dann würde ich mal sagen, geht's direkt los. Es juckt mir förmlich unter den Fingernägeln. Ich würde es mir gern rausreißen. Und so. Auf dieses Let's Play. Ratchet und... Waffen auswählen. Halte die... Ja, das wissen wir ja noch. So, Gravity Laser. Drücke die Kreistaste, um den Lancer abzufeuern. Ja, ja. Da erstmal die... Oh, das ist... Ich finde das schön, dass es hier... Das hat eine... das mache ich normalerweise aus. Aber es gibt hier eine Unterstützung für...
Vibration des Controllers. Das finde ich eigentlich ganz okay, ja. Pam und stirb. Diese komischen Krabbelviecher da. Da sind schon etwas mehr. Hier gibt es natürlich auch den. Ach so, ja, ich bin halt der Pro-Gamer. Hä, wie macht man. So macht man das. Das war in Ratchet & Clank 1 anders. Kann man hier raus? Nein, ich will es lieber nicht probieren. So, dann probieren wir doch mal gleich die Gravitationsbombe. Die hat maximale, also die ist sehr stark, würde ich mal so sagen. Wow. Cool, der hat sofort einen Helm. Den braucht man also nicht holen, also kaufen, wie im ersten Teil. Diesmal haben wir den gleich. Und was ich auch noch sehr schön finde, ist, die Grafik ist so schön. Oh, schön. Ich liebe dieses Spiel. Es ist zweier Ratchet & Clank. 2 ist schon. Nein. Ich will. Hallo? Ja, das wollte ich. Naja, gut. Wenn es nicht auf Anhieb klappt, dann klappt es ja danach. So, oh, was ist denn das? Meine Sicherheitskräfte sind wohl etwas veraltet. Oh, hey, nein. Ich bin nur hier, um den Transluxor zu reparieren. Netter Versuch. Beste Wünsche an die Megacorp. Mach den fertig. So, erstmal hier. Das ist ja ein Feuerspein da. Oh, das war's schon. Das waren alle. Okay, gut. Naja, soll mir recht sein. Hier war das komische kleine Viech, was auch immer das ist. Man sieht auch hier unser Leben. Wir haben nur noch 3 von 4. Und einen Balken da unten drunter, das ist unser Level sozusagen. Und hier bei jeder Waffe gibt es auch nochmal so einen Levelbalken. Und wenn der voll ist, dann. Dann, ja, wie sagt man. Oh, wir haben. Dann entwickelt sich die Waffe weiter. Das ist eins der geilsten Features, die sie einführen hätten können. Die Halsabschneider. Wir schlagen alles kurz und klein. Sehr schön. Ich hätte großes Interesse an Ihren Diensten. Sie bringen das Geld, wir bringen die Gewalt. Gut. Sorgen Sie dafür, dass Ihre besten Männer zu diesen Koordinaten kommen. Okay. Wo war ich stehen geblieben? Nanotech erworben. Gesundheit verbessert. Achso, ich habe gar keine Munition mehr. Also hätte ich mir das besser aufheben sollen, aber gut. Also das ist eines der besten Features, die sie hätten einführen können, finde ich. Denn es ist einfach genial, die Waffen leveln sich von alleine hoch. Indem man sie benutzt. Und das ist doch einfach schön. Und vor allem an Geld kommt man schneller ran. Das ist auch. So. Gut, hab ich noch. Jetzt muss ich hier schießen. Und das Ziel ist immer. Oh, ich liebe diese. Ich könnte jetzt die ganze Zeit schwärmen.
weil ich dieses Spiel einfach abgöttisch... Naja gut, man wird sehen, wie sehr ich es liebe. Also jetzt, also im Vergleich zum ersten Spiel, ja, liebe ich es sehr. Tod. Uiuiui, die sind ja ziemlich schnell hier. Ziemlich schnell unterwegs, rapide unterwegs. Melde mich zum Dienst, Sir. Unglaublich. Hätte nicht gedacht, dass du dich meldest, so schnell. Es gab da ein kleines Problem. Der Dieb ist mit dem Experiment entkommen und ich habe keine Ahnung, wo er hin ist. Keine Sorge. Ich habe soeben eine ausschussreiche Informatierung erhalten. Haben Sie Karten für diesen Quadranten der Galaxie? Aber sicher doch, mein Herr. Wir haben galaktische Karten, 3D-Karten, Faltkarten, Karten zum Ausschneiden und zu den Häusern der Stars. Ach, jetzt habe ich meine Brieftasche vergessen. Könntet ihr euch darum kümmern? Abwehrsystem deaktiviert. Ey, ihr Wechselgeld!